kennt diese Zeichnung hier schon ungefähr. Das ist diese Inverted Shoulder Neck Shoulder Formation, quasi Schulterkopf-Schulter Formation, einmal gedreht, die eigentlich ja danach für einen schönen Aufwärtstrieb hier sorgt. Hat sie in diesem Fall auch getan. Ist dann direkt in so eine W-Formation reingelaufen. Und was man sehr schön sehen kann, dass es alle paar Wochen hier immer mal so größere Kerzen gibt. Und das ist oftmals, ja, hängt es mit den Ergebnissen auch zusammen oder mit Nachrichten zu den generellen wirtschaftlichen Entwicklungen. Denn man nutzt FedEx immer gerne auch oder auch UPS als Indikator für die globale Wirtschaftsleistung. Denn wie viele Pakete werden verschickt, das ist zum Beispiel, oder wie viel Logistik wird überhaupt betrieben, ist natürlich immer ein guter Indikator dafür, ja, wie überhaupt der Handel global stattfindet, was für eine Dynamik sich da entwickelt. Das heißt, geht es FedEx schlecht, geht es meistens der Wirtschaft auch eher schlechter, geht es FedEx und UPS besser, dann verhältnismäßig auch der Wirtschaft. Und das ist das, weshalb man jetzt auch mit Spannung wieder auf diese nächsten Zahlen schaut, denn sie geben einen ganz guten Überblick über den gesamten Handelsmarkt. Was man hier aber rein charttechnisch gesehen hat, ist, dass diese letzte W-Formation dafür gesorgt hat, dass man eigentlich aus dieser Breite hier ausgebrochen ist. Leider nur für 2 Wochen, danach ist man wieder zurückgesackt. Das heißt, man hofft jetzt hier auf den nächsten weiteren Impuls. Der Trend stimmt zumindest. Wir haben hier deutlich höhere Hochs, sieht man, auch höhere Tiefs. Das heißt, das Momentum ist auf der Seite von FedEx. Was wir aber zwischenzeitlich natürlich gesehen haben, dass wir immer mal wieder auch Kerzen haben, die das Ganze nach oben oder unten korrigieren. Spannend ist es auch bei General Mills. Haben ja gerade eben über Kroger gesprochen. Ich glaube, der drittgrößte Lebensmittelhändler. Bei General Mills sind wir jetzt beim 6. größten Lebensmittelhändler. Und auch da ist das Thema natürlich Konsum und Ausgaben. Und ich habe es zuvor gelesen und gerade eben Luca gesagt, übrigens einer der ältesten Dividendenzahler, die es gibt. Aktuell 3,1% Dividende gezahlt werden und jetzt ununterbrochen seit 125 Jahren. Ich finde es ganz spannend. Also es könnte relativ sicher sein, dass nächstes Jahr auch noch Dividenden gezahlt werden, zumindest bei so einer Historie. Man weiß es noch nie, aber Luca, was würdest du sagen zu General Mills? Genau, wie gesagt, wir haben es in den letzten Wochen so gesehen, mit Tom haben wir es auch schon besprochen, ist so ein bisschen, auf der einen Seite haben wir Unternehmen, die ja gerade Konsum, die das Konsumklima messen, die positiv performt haben, ein paar, die negativ performt haben. Wir werden es jetzt hier sehen, auch so ein bisschen als Wirtschaftsindikator, gerade wie das Konsumklima von den Endkunden ist, die natürlich die Wirtschaft tragen. Das werden wir jetzt nächste Woche sehen. Genau. Zuletzt gehen wir noch zu Darden Restaurants und die hatten wir ja zuletzt im Aktien-Roundup. Hier geht es um etwas feinere Systemgastronomie, kann man sagen. Auch hier sehen wir eine schöne W-Formation und übrigens, dass wir die überall sehen, ist natürlich kein Zufall, weil der Markt sich halt gesamtheitlich halt so verhält. Wie gesagt, Buy-the-Dip-Mentalität, natürlich zusätzlicher Fokus von den einzelnen Restaurants. In dem Falle Fast Food ist so ein bisschen wieder stärker gefragt, nachdem es in den letzten Monaten ja vermehrt unter Druck gekommen ist. McDonald's hatte zwar leichte Rückgänge, konnte aber Preise gut erhöhen. Die Frage ist, wie ist es jetzt bei etwas feinerem quasi Dining, in dem Falle bei Darden Restaurants, man macht also Systemgastronomie als klassisches Restaurant. Man sieht, wie gesagt, das Momentum durch diese W-Formation gerade auf Seiten von Darden, aber es gibt 1, 2 Widerstände und natürlich ist schon die Frage, ja, wir haben ein etwas schwierigeres Wirtschaftsumfeld, wie gerne gehen die Menschen noch essen? Die Frage stellt sich immer, die Fastfood-Konzerne sind grundsätzlich etwas beständiger. Sind wir hier in einer etwas höheren Kategorie, da ist natürlich schon die Frage, wie gut läuft es da. Wie gesagt, einiges an Bewegungen bei Domino's gesehen, bei Chipotle gesehen, zuletzt wieder etwas Erholung im Markt, also vielleicht auch positive News hier für Darden. Was wir sehen können, ist rein charttechnisch, der MACD hier unten dreht wieder ins Positive, auch der SI ist grundsätzlich wieder etwas positiver. Hier ist gerade der 7er gleitende Durchschnitt dabei, den 50er zu kreuzen, das heißt, wenn alles in die richtige Richtung läuft, hätte man zumindest ziemlich viel Power eigentlich, die dort die Aktie unterstützt. Wir haben noch ein paar Termine diese Woche und Luca hat es gerade eben schon angesprochen. Zinsentscheid der Fed ist natürlich unser großer Termin die Woche. Wir haben noch weitere. Wir haben Bank of Japan, Bank of England. Wirklich viel Bewegung wird bei den anderen beiden nicht erwartet. Größer und spannender wird es dann bei der Fed. Mal sehen, wo es uns hinführt, ob es die 0,25 oder die 0,5% werden. Ein bisschen was zu Einzelhandelsumsätzen gibt es auch noch. Wir schauen uns auch am Donnerstag das Thema Logistik oder Flughafenbetreiber. Flughafen ganz generell, nicht nur Flughafenlogistik, sondern auch Personentransport dort an. Fraport und nachmittags dann auch weitere Flughafenbetreiber im Sektor in der Analyse. Nächste Woche gibt es dann wieder Market Roundup. Wir sind 1 Minute drüber. Vielen Dank, Luca. Vielen Dank, Dustin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.